Danke, Herr Präsident. Seit über einem Jahr verhandeln wir aktiv um die einzelnen Strukturkohäsions- und auch über den Europäischen Sozialfonds. Beim Europäischen Sozialfonds haben eigentlich immer zwei Ziffern im Mittelpunkt gestanden. Einmal ging es um die 25% Anteil des ESF an den Strukturfonds und das andere Mal der Anteil zur Armutsbekämpfung in Höhe von 20% innerhalb des ESF. Während es positiv zu verzeichnen ist, dass die 20% zur Armutsbekämpfung aufgenommen worden sind, stellen wir doch in Frage, dass es nicht gelungen ist und keine Bereitschaft gibt, wirklich über die 25% des Anteils des ESF zu verhandeln und das Parlament hier auch ganz stark mit einzubeziehen. Wir halten das für einen Fehler. Wir halten es für einen Fehler, dass das Parlament gestern dazu gezwungen worden ist, die gesamte Regulierung zurückzuweisen, um letztendlich einen Änderungsantrag überhaupt noch verhandeln zu können. Das ist problematisch, das wird mit uns nicht machbar sein als Fraktion. Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen. Wir halten es auch für bedenklich, dass innerhalb des ESF ein zunehmender Trend zu verzeichnen ist, dass man von der konkreten Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung immer mehr übergeht zur Employability. Das heißt, Beschäftigungsfähigkeit als den zentralen Punkt zu setzen und dabei aber konkrete Gruppen wie beispielsweise Obdachlose oder auch besonders gefährdete Gruppen mit ihren konkreten Aspekten aus dem ESF an den Rand zu drängen. Das halten wir für sehr bedenklich. Aus diesem Grund können wir, obwohl wir viele positive Entwicklungen in dem Programm sehen, können wir insgesamt aber dem ESF nicht insgesamt zustimmen.